Was ist die Hölle los? Emergenza Notruf, grüß Gott. Oberhalb von Gargazon Richtung Föhrern, da brennt der Stodel. Föhrern? Und der Hof? Franschach? Da brennt der ganze Stodel oben. Der ganze Hof? Ja, okay. Sind da Leute drinnen auch? Aber wissen Sie nicht. Achtung, Einsatz für Pelikan 1. Stodelbrand Richtung Föhrern beim Franschachhof. Eine Person mit einer Rückenverletzung oder halt Verbrennungen und Arm und Hand zweiten Grades. Also ich höre jetzt gerade, Sie haben einen Patienten, den Sie vorläufig in die Ambulanz rein haben. Der soll mehr oder weniger großflächige Verbrennungen haben. Wo ist das im Haus? Wo ist der Patient? Ist nicht der Patient da? Wo ist der Patient? Das ist dann das typische Bild. Wir haben viele Personen. Es ist eine große Bühne, wo es wirklich rund geht. Jeder muss seine Sachen machen und da ist so ein kleines Chaos. Und ich versuche dann immer, mir ein Bild zu verschaffen und versuche dann in dem großen Chaos eine kleine Ordnung für unsere Rettungsmannschaft reinzubringen. Der Patient liegt bereits im Rettungswagen. Dr. Fopp macht sich ein Bild von den Verbrennungen, um dann zu entscheiden, wie es mit dem Verletzten weitergeht. Hallo, grüß dich. Herzlich grüß dich. Er hat sich überall verbrennt und wie viel? Zwei Drittgrade. Okay. In Rücken wahrscheinlich zwei Grad, ins Gesicht. Josef, ist jetzt recht wer? Keine Atemwegsreizung. Nein, eigentlich ist alles in Ordnung. Halt in Ordnung ist nicht, aber es ist unter Kontrolle. Die Leute sind da, soll passen, soweit. Im Mund auf, soweit es geht. Auf und Zunge ausstrecken. Okay, wieder rein. Gut. Bei solchen Verbrennungspatienten muss man dann immer abwiegen, ist die Möglichkeit gegeben, dass er Rauch inhaliert hat oder nicht. In dem Fall habe ich den Mundraum inspiziert, da war frei, es war keine Asche und nichts dergleichen drin. Und dementsprechend war auch die Gefahr jetzt nicht da, dass der jetzt große Rauchmengen oder wie auch immer inhaliert hat. Gehen wir voraus mit den Füßen. Ein bisschen grau heben, schau, ein bisschen auf meiner Seite auch. Hinten Lukas. Hast du wen hier? Der Bauer hat den Flug gut überstanden. Er gab mir an, dass er momentan keine Schmerzen hätte. Das ist auch typisch, einerseits der Adrenalinüberschuss. Andererseits muss man jetzt genau sehen, welche Tiefe die Verbrennung hat. Nicht alle Verbrennungen verursachen Schmerzen. Und soweit den Flug hat er gut überstanden. Wir bringen ihn jetzt rein, werden die Folien, die Nässe spendenden Folien vorsichtig entfernen, um dann auf die Haut gut sehen zu können, um dann beurteilen zu können, wie viel der Hautoberfläche verbrannt ist und welchen Grad die Verbrennung hat, also wie schwer die verbrannt ist. Jetzt sind wir im Krankenhaus Rot. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was los ist. Gell? Und nachher, Sie sind noch in guten Händen, es wird jetzt sofort geschaut. Ich verstehe, dass Sie extrem aufgeregt sind. Aber wir müssen jetzt mal auf Ihre Gesundheit schauen. Wie der Mann jetzt konkret bis zum Schluss aussteigt, ist noch ein bisschen offen. Das müssen die nächsten Tage jetzt zeigen, ob der jetzt muss eine Hauttransplantation von Eigenhaut bekommen oder ob es so geht. Ich wünsche, dass er nicht sich der Operation unterziehen muss, aber wie gesagt, das weiß man jetzt halt noch nicht.